Viel Vergnügen, liebe Leute. Schön, dass ihr dabei seid. Weiter mit Anno hier. So, wir haben für Glühbirnen gesorgt. Alles gut. Sollten wir jetzt Ventilatoren, Motor... Leute, Feedback bitte aus dem Twitch-Chat. Auf YouTube kann ich gerade nicht fragen. Oh, einige... Es gibt zu wenig Samba-Schulen für einige hier. Da sollten wir uns mal kurz drum kümmern. Oder der wohnt zu weit weg von der Samba-Schule. Das kann auch sein. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Samba-Schule war, glaube ich, ein öffentlicher Dienst, der dann laufen konnte. Eine haben wir, wenn die nötigen Kostüme vom Kostümhändler geliefert werden. Wir haben eine Samba-Schule und die steht da hinten. Die steht ja wirklich am anderen Ende der Insel. Okay. Und da kommt man, ja, man kommt bis hier hinten hin, aber es wird knapp. Und die Leute, die ganz am Rand wohnen, die bekommen zwar ihre, die können zwar zur Samba-Schule gehen. Der hier nicht. Weil die Straße, ja, so ganz knapp. Es geht, aber der Effekt ist leicht gebremst. Ja, meine Güte, dann bauen wir die Steinstraße hier halt aus. Ich wette, gleich wird es hier voll. Gibt es oben auch Probleme? Da vorne auch. Dann schauen wir, dass wir noch ein paar Straßen ausbauen. Sollte das eigentlich klappen, denke ich mal. So, was brauchen die Damen und Herren sonst noch? Sollen wir, Frage im Chat, sollen wir erst für die Zufriedenheit unserer Artista sorgen oder sollen wir die erstmal so mal die Grundbedürfnisse decken, sodass mehr Leute einziehen? Was ist euch wichtiger? Soll es mehr von unseren Menschen geben oder sollen die, die es gibt, ein glücklicheres und zufriedeneres Leben führen? Wie sieht das bei euch aus? Glücklichere Menschen oder mehr Menschen? Bitte wünscht euch was. Euer Glück und eure Zufriedenheit sind bei mir im Mittelpunkt. Also bei euch entscheide ich mich schon mal für Zufriedenheit. Die meisten von euch sind Romantiker und wünschen sich mehr Glück. Okay. Das noch von Markus, der sehr sachlich gesonnen ist. Glücklich. Beides, Matrado. Ein Schritt nach dem anderen. Dann fangen wir mit dem Glück an und setzen ein Kino hin. Genau. Und setzen es wohin? Achso, wir brauchen erstmal Filmrollen dafür. Ja. Was hat das für einen Wirkungskreis? Wer braucht denn alles die Filme? Also hier ist es ein Zufriedenheitsbedürfnis und bei den Obreros und Obreras ist es gar kein Bedürfnis, vielleicht ein Lebensqualitätsbedürfnis. Nee, keines. Die können also auf Kino verzichten, dann müssen wir, glaube ich, bei den Journaleros erst gar nicht gucken gehen. Wir machen es mal, ja, der Vollständigkeit halber. Nein, die haben ein Lebensqualitätsbedürfnis, die Journaleros und die Artista. Die Ärmsten, die Bauern und die Reichen, die sie nur an Kreativität und Kunst denken, gehen gern ins Kino. Die Handwerkerklasse dazwischen, der Mittelstand, der harte arbeitende Mittelstand, der hat nicht so viele Flausen im Kopf und schaut sich in Kinos keine... Na, wie heißt das nochmal, was da läuft? Let's Plays, glaube ich, ne? Schauen sich da keine Let's Plays an. Das heißt, wir müssen das hier versorgen, die hier versorgen damit und die hier. Das ist Kino und vielleicht noch die hier. Das sind die Artista, das sind die Journalero, die auch. Das sind Obreros und das war's. Also setzen wir das vielleicht hier in die Mitte dazwischen hin. Das ist eine Baustelle. Vielleicht da vorne hin. Oder hier hin. Dann müssen die ein Stückchen dorthin rennen. Wenn wir das hier hinsetzen würden. An den Rand der Artistas. Hier vorne hin. Ja,
setzen wir hier ein paar Häuser um, gegenüber von der Baustelle im Gewerbegebiet. Also die Kinos stehen ja oft, finde ich, im Gewerbegebiet. Zumindest die alten Autokinos. Oder die Filmpaläste heutzutage, das ist eher Innenstadt und... Also entweder hier in die Mitte, damit viele Journaleros die bekommen, oder wir sagen, das ist ja... Wir machen zum Beispiel die Rumbrennerei weg. Weil die haben mal so einen kleinen Rest an Industrie hier. Wir können auch die Rumbrennerei wegstellen und hier das Kino hinpacken. Ist natürlich ein bisschen verschenkt, ne? Ein Teil der ein paar der Journaleros bekommen das dann. Und das, die Rumbrennerei packen wir aus der Innenstadt raus. Was ist das hier? Eine Kunststreinerei? Ja, wozu steht hier überhaupt so ein Industriegebiet direkt daneben? Wir müssen nachher doch sowieso für die Artista noch andere Gebäude bauen. Die Motorroller kommt aus den Fabriken, Ventilatoren auch. Wir könnten die Rumbrennerei doch hier entfernen. Die setzen wir hier oben in das Industriegebiet hin. Hier genug Platz und jetzt können wir hier ein schönes Kino hinsetzen. Vielleicht können wir so Entschuldigung, die Filmrollenfabrik stattdessen hier hinsetzen. Nee, das geht nicht. Kurz Bonbon. Bei der Feuerwehr, falls die Zelluloid-Rolle brennt, fachsimpelt unsere Schei. Danke an Akira. Dann setzen wir das Kino. Schiff vom Stapel gelaufen. Das können wir inmitten eines Parks setzen. Oder wir können hier... Die Menschen lassen wo sind die Feuerwehren? Da ist eine Feuerwehr. Die können wir auch raussetzen. Die muss nicht in der Mitte stellen. Die können wir an den Rand setzen. Hier vorne hin. Dann an den Stadtrand noch eine, weil wir haben hier vorne ein Postamt. Natürlich, kommen Sie zu uns. Wenn wir da hier Platz machen und hier noch ein paar Häuser hinsetzen... Dann können wir sehr bequem die Feuerwehr eine hier unten an den Rand vielleicht hinsetzen. Da oben eine hin. Super. Die kopieren wir einmal. Und da vorne ist eine. Hier. Sehr schön. Das ist der Radius des Postamtes. Das ist das Rathaus, da fehlen noch die Items. Hm. Da können wir noch neue Häuser hinsetzen. Ja. Prima. Und hier, wo das Kino ist, brauchen wir eine Straßenverbindung unten lang. Das ist der Filmpalast. Haben wir genug Polizei und Co.? Wir checken mal alles. Städtisches Krankenhaus, wo sind die bei uns? Wo ist unser Krankenhaus? Seht ihr das? Keins? Achso, das ist das städtische Krankenhaus, so ein Edelkrankenhaus. Wir haben nur ein Hospital. Das steht hier in der Mitte. Ist hier rechts, sollte, da haben wir mehrere aber von, ne? Drei Stück. Ein steht da. Ein steht hier hinten, das passt. Wie sieht es aus mit der Polizei? Mit der einfachen Polizei, bitte. Davon haben wir zwei. Eine hier vorne, eine hier hinten. Hier vorne fehlt die Polizei. Da könnten wir auch noch eine hinsetzen. Ich
irritiert total. Ich weiß, es ist eine Ausbaustufe der Polizei. Trotzdem irritiert mich das total, dass ja jedes Mal dieselben Dinge hier auftauchen. Wir stellen eine Polizei hier vorne hin. Hier hin, reicht die bis da oben hin? Mittiger hier. Nein, das können wir machen. Genau. Feuerwehr hatten wir oben schon geschaut, alles klar. Dann kommt jetzt die... das Kino in die Mitte hin. Und dann müssen wir ein weiterer... hier vorne war ja auch eine Polizei, ne? Da ist eine Polizei. Ja, das reicht aus. Ein Kino. Und drumherum machen wir so einen kleinen Park, in dem die Leute flanieren. Oder Essensstand. Ein Essensstand noch hin. An die Kreuzung? Nee, wir müssen eigentlich bis da unten rein. Einmal hier hin. Dann ziehen wir hier eine Straße rauf. Ja. Und jetzt machen wir hier noch ein bisschen Deko drumherum. Das machen wir am Schluss. Wir sorgen erstmal für die Produktionskette, damit die Leute das Kino auch haben. Ich wollte schon erst denen einen Park hinsetzen, aber erst bauen wir mal den Rest dafür. Das heißt, wir brauchen in der Reihenfolge, damit das funktionieren kann. Einmal eine Filmrollenfabrik. Die setzen wir oben ins Industriegebiet rein. Oder haben wir Mehrzweckfabriken, die wir im Augenblick, Chemiefabriken, die wir im Augenblick nicht nutzen? Wir haben hier oben eine Ethanolfabrik, die ist stillgelegt. Weil wir zu viel Ethanol mittlerweile haben. Wir ändern die Formel und wechseln rüber auf Filmrollen. So. Und dann brauchen wir noch eine weitere Chemiefabrik für Zelluloid. Hier hin. So. Da kriegen wir die hier links reingequetscht. Ich glaube nicht, ne? Ja, kriegen wir hin, aber dann müssen wir oben, kann oben dann auch die Mauer durchgeführt werden? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Wir versuchen es mal. Nee, die kämen ja nicht durch. Auch nicht. Da oben kommt man nicht durch. So geht's. Ein paar Bäumchen hinsetzen. So weit oben, Urwald. Ein paar Urwaldbäume hier oben hin. Ein voll ausgebautes Magazin für alles. Und das wird dann eine Zelluloidfabrik. Für die Zelluloidfabrik wiederum brauchen wir... Oh Gott, Thrawn,
Liebe Grüße an dich. Schreibt in Twitch-Chat. Ich schaue ja üblicherweise die YouTube-Folgen nach, wenn ich Zeit habe. Mein Problem, ich bin im Augenblick auf YouTube, schreibt Thrawn, bei Folge 65. Ich glaube, es gibt 240 oder 420. Ich glaube, 240, kann das sein? Habe ich so im Kopf, so vage. Oder gab es noch mehr? Es gab auf jeden Fall sehr viel. Ich glaube, 240. Ja, da hast du ein bisschen nachzuholen. Eine durchschnittliche Folge, vielleicht 30 Minuten lang. Freut dich. Freue mich für dich. Das ist doch toll. Hast noch ganz viel zu entdecken hier. Ja. So, das funktioniert. Jetzt wieder in den Bau rein. WB spielt langsamer. Das ist alles wirklich selten. Jetzt brauchen wir Baumwolle. Wir brauchen eine Kampfer. Wir brauchen Ethanol. Ach Gott, das ist die Ethanolfabrik, die ich gerade umgeändert habe. Die veräppeln mich doch hier. Wir machen das wieder zurück zu Ethanol. Die veräppeln mich hier. Einmal anschmeißen. Jetzt fehlt uns die Filmrollenfabrik. Wir brauchen noch ein... Oder wir bauen die Chemiefabriken als ein modernes Zentrum für Hightech an einem Platz, an einem zentralen Ort hin. So ein Angeberplatz. Zum Beispiel hier vorne. Nur die Chemiefabriken. Könnte ich mir vorstellen. Alle drei. Würden die da reinpassen? Passen da zwei rein? Drei rein? Zwei oder drei? Nee, ne? Ist auch sehr dreckig. Ich glaube, das war keine gute Idee. Machen wir nicht. Ist Quatsch. Vergesst es. So, hier oben gehen wir rein. Bauen noch eine solche Fabrik, bitte. Ein Lagerhaus wollte ich bauen. Passt perfekt hin. Wunderbar. Ja, also nahezu perfekt. Also es geht so perfekt. So unperfekt. So eins, wo man sagt, ja, kann man machen. Einmal hier hin. Mhm. Dann noch eine Fabrik daneben hin. So. Oh, keine Feuerwehr kann nichts hier oben. Ich ahne, es könnte Probleme geben. Eine Feuerwache bitte noch für alle. Das ist die Filmrollenfabrik, das ist die Zelluloidfabrik, das ist die Ethanolfabrik. Und wir haben, was es mit dem Abo auf sich hat. Genau, damit kann man den Streamer unterstützen. Aber das ist keine doofe Frage. Das ist ein sogenanntes Sub oder ein Abo, das ist quasi so eine... das ist quasi so eine Art Geld, das man gibt, freiwillig als Zuschauer, so eine Art freiwillige Fernsehgebühren, die man auf Twitch zahlt, wenn man Twitch-Abo hat. Man kann auch ohne Twitch-Account zugucken, nur mit Twitch-Account kann man posten. Und mit Twitch-Account kann man auch ein Abo geben und das ist halt so ein einmaliger Geldbetrag, 4 oder 5 Dollar oder Euro. Das geht mal einen Kurs ein bisschen rauf, mal ein bisschen runter. Das dauert dann, läuft dann 30 Tage lang. Die Hälfte davon geht an den Twitch-Streamer und die andere Hälfte, damit unterstützt man, die geht an Twitch selber. Also die behalten davon 50%, was echt viel ist, finde ich. Obwohl ich dankbar bin, dass sie die Plattform einem zur Verfügung stellen.
Und der Streamer sackt das halt ein und versteuert das und hat dann irgendwelche, zieht seine Ausgaben ab und seine Versicherungen und das Monatsgehalt für seine Make-up-Artist und Lebensversicherungskosten und die Schmiergeldzahlung für die Polizeiwache um die Ecke, damit die nicht in echt links vorbeikommen, wenn man auch seinen Extra-Account betreibt auf OnlyFans und solche Geschichten halt. Also diese Unkosten werden alle noch abgezogen und den Rest sackt man dann ein. So funktioniert das in etwa. Und dann gibt es noch eine Prime-Variante, also falls ihr Twitch oder Amazon Prime-Kunden seid, Amazon ist die Mutter von Twitch, dann kann man ein Twitch-Abo, ein Gratis-Abo immer hinterlassen. Für einen Streamer, nicht für mehrere. Also kann sagen, hier einmal die nächsten 30 Tage, ich zwinge Amazon, die Mutter der Tochter Twitch, zu sagen, für einen Monat wird dieser Streamer unterstützt. Dann zahlt Amazon quasi diesen riesigen Betrag von 4 oder 5 Euro oder US-Dollar. Für 30 zahlt das halt einmal ein und dann sagt Twitch, danke Mama, Hälfte wird weitergegeben an WB und die andere Hälfte sagt Twitch, oh Mama, ich muss Taschengeld zahlen, also ich muss Taschengeld zahlen, ich bekomme kein Taschengeld, ich muss Taschengeld zahlen, hier ist mein Taschengeld zurück und das Geld wandert an die Mutter zurück, so läuft das halt, ist ein bisschen komplizierter. Ne? Frauen ist Steuerberater, kann das Prozedere der Finanzen gut verstehen, alles klar, liebe Grüße. Ja, ich habe mir vielleicht ein bisschen dazu gedichtet gerade, das gebe ich auch gerne zu. So, jetzt aber. Die Fabriken laufen, wir brauchen noch Kampfer. Wir schauen erstmal, haben wir mittlerweile genug Alpaka? Wolle? Den Kommentar bitte löschen. Einmal die Alpaka-Wolle gucken. Ja, reicht aus, trotz der Herstellung. Dann schauen wir einmal rein in die Herstellung von Kampfer. Kampfer ist hier, geht ganz knapp auf, aber es geht. Dann die Herstellung von Ethanol sollte eigentlich auch genügen. Puh, was ist denn das für ein Material? Zählt das als landwirtschaftliches Produkt? Wahrscheinlich als Zwischenprodukt, ne? Klappt auch knapp, alles wunderbar. Und Ethanol wiederum, dafür brauchen wir Holz und Mais. Müssen wir das auch noch checken? Einmal Mais-Check bitte. Ja, nee, das reicht nicht. Eine weitere Maisfabrik und Rohholz wiederum auch nicht mehr. Rohholz und Mais. Und der Rest sollte jetzt passen. Rohholz und Mais, alles klar. Rohholz geht am schnellsten. Baumaterialien, Holz, Bretter, ein paar Holzfällerhütten bitte. Ja, danke fürs Posten der Regeln, gerne mal durchlesen bitte. Und das machen wir dann. Das ist eigentlich egal wo. Hier machen wir eigentlich so Plantagenaktionen. Ich finde, so eine Holzfällerei würde die noch ins Landschafts-, hier ins Stadtbild reinpassen. Ich befürchte das. Hier vorne hat mir die, glaube ich, gemacht. An dieser entlegenen Küste. An diesem wilden Strand. Mit Plantagen und dann noch ein paar Holzfällereien daneben. Ja, das ist eine gute Idee. Das gefällt mir. So tun wir das. So machen wir das. Einmal hier vorne hin, bitte. Hola. Dann müssen wir das Lagerhaus wohl aufwerten, denke ich mal. Da ist die Einfahrt. Weg reicht beinahe. Ich weiß, beinahe ist auch nur ein beinahe. Wenn du diese Gelegenheit nicht beim Schopf packst, wird sich schon jemand anders finden.
das ist ein schönes Item. Das hätte ich gerne. Wir machen mal eine Taucheraufgabe zwischendurch. Jetzt lass mich in Frieden. Dann setzen wir das Lagerhaus hier rauf. Hier die Straße lang. Wir hätten auch Steinstraßen legen können, aber hier mitten drin in dieser landwirtschaftlichen Gegend hätte ich irgendwie sehr komisch gefunden und wollte ich nicht. Und hier können wir ein paar... Könnten wir noch irgendwas anderes hinsetzen? Komisch, dass hier vorne gar keine Bäumchen sind. Und der Henker weiß warum. Vielleicht wurden die gerade erfolgreich gerodet, was auch immer. Ist jetzt genug Holz da? Ja, Mais fehlt noch. Puh, Mais... Hatten wir Mais in der Hacienda gebaut oder hatten wir die für Mais anders gesorgt? Mal gucken gehen. Gehen wir schauen. Im Chat wird gefragt bei den Regeln, was es bedeutet, dass wir hier kein Belagern von Zuschauerinnen haben wollen. Es gibt, also wir haben einen sehr hohen, also deutlich mehr Zuschauer als Zuschauerinnen hier. Und es gibt bisweilen im Internet, selten nur bei uns, unsere Leute sind überwiegend auch sehr gut erzogen, das Phänomen, dass Zuschauer, wenn sie mal irgendwo auftauchen, einen Rattenschwanz von Männern an ihren Rockzipfeln hängen haben, die ihnen Komplimente machen, einen zu viel in Aufmerksamkeit geben und so weiter. Das kann im Einzelfall nett gemeint sein, ist aber sehr oft aufdringlich und leider begreifen das nicht alle Leute selber. Dass das sehr unangenehm auch sein kann. Das ist quasi so die Twitch-Variante von Leuten auf der Straße hinterher pfeifen. Und deshalb habe ich das in die Regeln reingeschrieben. Das ist sogenannte Catcalling, das wollen wir hier einfach nicht. Und es ist eine Frage des Maßes. Natürlich ist es hier völlig okay, mit Leuten zu reden und zu fragen, wie geht es dir? Es ist immer eine Frage des Maßes und des Augenmaßes. Und meistens klappt es gut, aber ich habe es mal in die Regeln reingeschrieben. Das ist alles. Ja? So, dann Mais. Es ging um Mais. Das sind Getreidefarmen, ne? Haben wir irgendwo überhaupt Maisfarmen an der Hacienda? Ich glaube nicht, ne? Das ist eine Maisplantage. Eine Hacienda-Maisplantage. Okay. Der Mais geht hier bis wohin? Das ist das Hacienda-Gebäude hier. Ja, und in dem Radius können wir Plantagen setzen. Könnten wir hier vorne noch ein paar einsetzen. Eine Holzfällerhütte, die siedle ich schon mal um. Da schaffen wir jetzt etwas mehr Platz, bitte. Oder ne? Oder ne? Ja, also ich könnte mir vorstellen, sie umzusiedeln. Da ist eine einsame Hütte. Einmal hier hin. Ein einsames Lagerhaus hier hin. Das kommt bis dorthin. Eine einsame Holzhütte, alles okay. Jetzt haben wir etwas mehr Platz. Jetzt klicken wir einmal an die Hacienda. Da ist sie. Und holen uns eine Hacienda Farm. Das hat den Vorteil, dass wir erstens... das war einfach, die nehmen viel weniger Platz weg und außerdem sehen sie sehr schick aus, seht ihr. Bitte keine allgemeinen Diskussionen gendern, Vor- und Nachteile hier und vor allem nicht ohne, dass ich irgendwas in irgendeiner Form das provoziert habe. Das Internet ist randvoll mit Leuten, die in alle möglichen unzusammenhängenden Situationen da irgendwie so Debatten anzetteln. Also wenn es direkt anknüpft an etwas, was ich sage, ja, aber wir sind ja bei einem Stream, wo wir ein Computerspiel spielen, gerade Samstagabends kommen die Leute zum Abhängen vorbei. Das ist keine politikfreie Zone hier, aber völlig unzusammenhängend einfach ein Thema anstoßen, über das Leute sich gerne den Kopf heiß reden, egal von welcher Warte aus, bitte nicht. Die meisten Leute mögen das nicht. Ja, einfach eine Frage des Respekts gegenüber Leuten, die ja wirklich das Spiel sehen wollen, die über das Spiel reden wollen, die einfach eine gute Zeit haben wollen. Es gibt genug Möglichkeiten im Internet darüber, heiße Debatten zu führen. Wir gehen rein in die Hacienda-Module und setzen eine Farm.
Und vor allem bitte nicht mit den Chatmods darüber diskutieren, ob eine Regel angemessen ist oder nicht, was Chatmods sagen, stimmt. Punkt. Gehört auch in den Regeln, steht auch in den Regeln drin. Chatmods haben immer recht, weil das müllt auch nur den Chat zu. Und jetzt gehen wir hier oben hin. Das ist alles Reichweite der Hacienda, sehr schön. Machen hier noch ein paar Plantagen hin. Sehr schön. Machen hier eine ganze Reihe. Setzen hier ein Lagerhaus dazwischen hin. Eine Farm vorne hin. Drehen das wie rum. Das sieht doch ganz schick aus, das kann man machen. Ja. Einmal hier hin. Einmal Mais bitte. Auf Öl verzichten wir hier vorne, brauchen wir nicht. Und verzichten auch auf Düngersilo, machen wir auch nicht. Radiome, vielen Dank. Sehr freundlich, danke dir. Und jetzt ziehen wir noch das Feld dazu auf. Bis zum Rand hin. Ein paar Bäumchen lassen wir übrig. Nein. Leute, also ich würde jetzt, also ihr glaubt mir das natürlich nicht, ne? Wenn ich jetzt einen auf ein bescheiden und Understatement mache und behaupte, ich hätte das nicht geplant, ich hätte kein magisches Auge. Das glaubt mir eh keiner, ne? Weil ihr alle wahrscheinlich ergriffen seid und tiefgläubig in Sachen WB und seine magischen Anus-Kills. Okay, ich lege ein Geständnis ab. Das war von Beginn an so geplant. Das ist exakt so mit den 64 Feldern genau dort oben bündig abschließt. Ja. Ich finde nichts Peinlicheres als irgendwelche Twitch-Streamer, die damit angeben, wie bescheiden sie sind. Und dem Publikum dreist ins Gesicht lügen und sagen, hey, ach wie schön, ist zufällig ausgegangen. Da lache ich jetzt mal spontan gequält drüber. Das ist peinlich, finde ich. Also ein vorgetäuschtes Understatement. Man soll, finde ich, eigentlich anständig bleiben, Bodenhaftung behalten als Twitch-Streamer und eigentlich einfach keine Mätzchen machen und offen zu seiner Genialität stehen. Anders geht's gar nicht. Alles andere wäre eine Beleidigung des Publikums, finde ich persönlich. Ich weiß gar nicht, warum diese Aluhute-Symbole gerade im Chat gepostet werden. Sehr unangemessen, sehr.